So, ich dich noch und dich noch. Und dich noch. Und euch hole ich ja auch noch direkt weg. Copacabana, ich liebe Kupfer ja so sehr. Und davon brauchen wir ja noch viel, viel mehr. So, da hinten war ja der Schlawinermann. Machen wir mal erstmal so und gucken hier mal freundlich rein. Hallo! Niemand da, der was von uns will. Das ist etwas sehr Schönes eigentlich. So, jetzt sind wir hier relativ safe. Können das hier rauskloppen. Und das hier auch. So, weg damit. Mensch, Hackebeilchen, da ist er hin. Na komm, die nehmen wir noch so mit der guten alten Handverkloppung. Hauen wir uns hier noch durchs Gemüse. Und gucken in die Röhre. Nein, in die Höhle. Ja, reicht auch. Theoretisch können wir die anderen vier, die jetzt noch fehlen, auch noch holen. Uns irgendwo hier. Hätten wir sogar einen ganzen Stack hier mit rausgenommen. Ah, okay, die letzten drei, die fehlen. Aber ich möchte eigentlich wissen, was das ist. Ach, die Dinger. Ach, die Höhle. Das heißt, das hier könnte man sich theoretisch schon mal merken als Abgang. Komm mit der Schaufel immer drauf. Und eine Kiste. Na, hier hätten wir uns das sparen können. Außer mal ausleuchten. Oh Mann, sind hier viele von den Bären. Das sind andere Bären, ne? Was sind das denn für Bären? Copper-Ore-Berries? Und da gar nicht mal wenig von. So, und da ich inzwischen... Ja, ist das eine Trap oder ist es keine Trap? Ich weiß es nicht. Was ich jetzt erstmal machen will, bevor ich mir das angucke, ich hole mir das Kupfer. Vielleicht geht dann bis dahin auch noch was kaputt. Das da können wir uns auch noch rausholen. Ja, hier sollten wir relativ sicher sein. Das ist hier auch der Gang nach oben, den wir hatten. Ja, hier kommt. Erstmal hier rausgehauen, wieder ein bisschen Gemüse. Da ist auch noch mehr, was wir mitnehmen könnten, nur keinen Platz für haben. Sind das? Sieht so aus. Könnten wir also direkt abbauen? Nein, ich werde abgetrieben. Ja, ich weiß, der Witz war auch schon mal ohne Bart. So, Wasser weg. So ansatzweise. So, jetzt ist es erstmal ganz weg. Interessant. Also ich freue mich so minimal, dass wir hier so ein System gefunden haben. Okay, das kann ich nicht mitnehmen. Was schmeißen wir mal weg? Was ist mal ganz unnötig? Ja, die fast kaputte Iron Shovel, ne? Ja, das lohnt sich nicht, die beiden zusammenzuhauen. Okay, machen wir so. Iron Ore Berries. Hatten wir davon die schon welche? Ach, das sind Copper-Ore-Berries und das sind Aluminium-Ore-Berries. Die ganzen Ore-Berries werde ich mir auf jeden Fall holen. Juhu. Da möchte ich nicht runterfallen. Danke. Jetzt lass mal hier gucken, wo unser Aufgang hinkommt. Aber wie wir den Aufgang hier überhaupt bauen. Hopp und hopp. So, komm, geht die Schaufel vielleicht doch ganz hin mit. Und wir kommen hoch. So, was ich hier natürlich machen will, ist den da. Und dann den. Und hier geht's jetzt abwärts. Das können wir verantworten. Das ist in Ordnung. Na, das können wir nicht verantworten hier. So, sind wir auf jeden Fall unten angekommen. Am Boden der Tatsachen.
Hey, ich bin mal mutig. Okay, sie explodiert nicht. Das ist schon mal viel wert. Unnamed. Das heißt, irgendwas, was noch nicht drin... Saphir-Fragmente. Das heißt, das Unnamed-Tier müsste Saphir sein. Ein Forstschad. Mutantai. Kreosot-Bottle. Okay. Interessant. Und die Taschen sind aber leider voll... Cold Coke, ja, und eine Spoils Bag. Das ist natürlich wieder schön. Da ist mit Sicherheit was Nices drin. Das heißt, wir wissen das ja, dass die hier ist. Und das ist ja auch ganz gut. Ich würde ja hier gerne noch so. Oh, das ist das Problem. Platzmangel, ne? Absoluter Platzmangel ist das hier. Für dich habe ich auch keinen Platz, das weiß ich jetzt schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal langsam wieder hoch, werden zurück in unsere Behausung rennen, beziehungsweise ich werde mir jetzt, vielleicht auch, wo ich ein Gravel abgebaut habe, anfangen und dann dort halt, so, also vorsichtig lucken, alles in Ordnung, alles im grünen Bereich, dass man da halt mal die Oreberries wirklich anfängt anzubauen. So, dann kriegen wir vielleicht die Schaufel auch noch kaputt. Wäre zumindest ganz schön. Mal gucken, wie viel wir hier noch rausholen. Ein Gravel auf die Schnelle. Auf die Schnelle ist gut. Ich habe schon wieder meine eigentlich mir gesetzte Aufnahmezeit überschritten. Ah, das macht ja nichts. Wie gesagt, gerade die Anfänge brauchen ja viel Arbeit. Und schon, irgendeiner muss sie ja machen. Ich weiß gar nicht, ob die Oreberries dann auch ein ganz bestimmtes Lichtlevel brauchen, um zu wachsen. Das muss ich mir alles noch anlesen. So, jetzt klopfen wir hier mal noch so ein bisschen raus. Und kriegen vielleicht, also die Schaufel müsste gleich hin sein. Mensch, geh doch mal hin. Geh mal hin, so. Komm, bitte, bitte, bitte. Das ist ordentlich Platz. Yay, wir kriegen Platz. Wir haben Platz, wir haben Platz, wir haben Platz. Und wenn wir die Berries hier anpflanzen, können wir noch mehr Platz. Dann können wir nämlich nochmal runtergehen und die Kiste uns holen. Beziehungsweise die anderen ganzen Beeren, die da sind. Wo ich noch gar nicht weiß, ob ich aus den Oreberries... Irgendwie lässt es ja vermuten, dass man aus den Oreberries dann auch Ore gewinnen kann. Wäre ja ganz schön, ne? So, gucken wir mal. Nehmen wir die Größe hier erstmal. Sollte am Anfang, glaube ich, reichen. Habe ja auch keine Ahnung, wie die sich vermehren dann, die Pflänzchen. Wie stark vor allem. Ja, komm. Nö. So, hier, komm. Das muss hier alles seine Ordnung haben. Da müssen wir noch einen rein. Symmetrie! So, halbwegs. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob der Rest symmetrisch ist. Das ist natürlich eher unsymmetrisch, aber dann könnte man eine Tür einpflanzen. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Eisen. Das ist schon mal sehr gut. Da schmeißen wir zu Hause direkt in den Ofen rein. Wir brauchen ja nur noch so ein kleines bisschen da, ne, für diesen komischen Dingsbums-Tisch. Ich glaube, das wird auch im Leben nicht reichen, was wir da haben. So, jetzt gucken wir mal. Aluminium-Oreberries. Pflanzen wir die doch mal hier hin. So in Reihe und Glied. Aha, so geht das. Und? Au, au, au! Hey, muss man mal gucken, wie man das wirklich macht. Also da möchte man ja fast schon geschützt sein. So, passt. Aluminium Oreberries. Haben wir hier noch Oreberry-Pflanzen? Im Gelumpe, beziehungsweise im Inventar? Nee, das nicht. Das heißt, wir gehen jetzt runter und holen uns mal die nächsten. Hui! Los, lass mich rein da! Ja, da sind wir gestorben. Oh, Mann. Und hier ist schon wieder richtig Party irgendwo. Wo war das? Hier war das. Da müssen wir runter. Ein bisschen Abstand halten. Na, jetzt haben wir es eingesammelt. Egal, hier. Weg damit. Weg damit, habe ich gesagt. Ja. Hier ist ein bisschen dunkel für meinen Geschmack. Beziehungsweise da gehört es ja hin. Dann können wir uns dann vielleicht auch das nämlich noch holen. Iron Oreberry. Haben wir noch Platz im Inventärchen? Nee, haben wir nicht. Aber das kriegen wir mal schnell. Dann nehme ich mal hier den Kopper. Den brauche... Kopper sei schon. Den Gravele.
So. Und dann holen wir uns nämlich lieber diese hier noch. Nein! Aber, okay, das ist natürlich auch eine Methode. Wir pflanzen die einfach übereinander. Warum ist da gerade ein Licht angegangen? Ich weiß es nicht. Ja, reicht mir auch bis dahin erstmal die Erkundungstour. Kohle, Kohle, Kohle. Irgendwas Interessantes, was wir uns auch noch holen werden. Jetzt aber erstmal hier die Beeren nach oben bringen. Das anbauen. So, hier geht's hoch. Dann können wir mal schauen, dass wir das noch schnell alles hier erledigen. Dann haben wir noch ein bisschen Action hier gehabt. Sind schon wieder einmal gestorben. Ja, ja, also so oft wie ich hier drauf gehe, da steht echt sogar kein guter Stern. Ich glaube, ich sollte... Ja, mal gucken, was ich für eine andere... So, jetzt müssen wir erstmal hier gucken. Zack, 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 zack. Ach, die sind noch nicht groß, deswegen geht das also noch nicht. Gut. Bam, 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 bam. Dann bleibt das mal so. Aua, aua, aua. Warum kriegen wir vom Bären Aua? Ah, so schnell was geknuspert. Wie viel Platz haben wir denn? So viel ist es nicht. Das lohnt sich jetzt eigentlich auch nicht, runter zu gehen. Ich möchte die Tasche mitnehmen. Vielleicht ist in der Tasche ja noch Platz. Dass wir da erstmal, bis wir sie uns leer machen, weil dann verschwindet sie ja. Ah, dass wir dann so lange da vielleicht noch zumindest unwichtiges Kram reinwerfen. So rein vorsichtshalber. So, gucken wir doch mal. Gucken wir mal in das Bäckchen rein. Blast Protection. Forst. Ah, noch so ein Forst-Chart. Das ist doch ganz nice. Und ein leerer Eimer nimmt man auch gerne mit. Schmeiß mal hier mal das rein. Können wir da überhaupt reinwerfen? Nee, reinwerfen geht nicht. Okay. Kobbel, Kobbel. Mitnehmen. Beziehungsweise angefangener Kobbel. Mitnehmen. Kobbel, 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 Gravel, Gravel, Gravel. Kobbel können wir ganz viel noch gebrauchen. Gravel erstmal hier rein. Also erstmal das wichtige Kram hier raus, mehr oder weniger mitnehmen. So ein bisschen Holz muss nett sein. Hier kommt der Kobbel noch weg. Vor allem 14 Tränke davon. Creosote Bottle. Biogas. Das heißt, wir können damit einen Generator betreiben wohl. Ja, bringen wir das mal schnell hoch. Schmeißen es alles in die Kiste und ich glaube, da kommen wir nochmal schnell runter, holen uns den Rest. Um auf Nummer sicher zu gehen und ich glaube, ich baue mir da nochmal Stufen. Man verschmachtet ja, bis man hier oben ist. Und wie gesagt, aus den Ore-Berries, das werde ich mir jetzt auch mal anschauen, damit ich dann weiß. Oh, geil, auf tiefe Nacht. Und eine Kuh am Firmament. So, wenigstens unser Haus leuchtet schön. Und ich sehe jetzt auf Anhieb niemanden, der mir gefährlich wird. Ah, bin ich drin oder nicht? Ah. Jo. Gucken wir erstmal. Davon müsste hier was drin sein. Davon ist auch schon was drin. Das noch nicht. Dafür jetzt. Iron. Gut, das ist dann da. Dann haben wir das. Dann haben wir Copper. Haben wir hier. Oh Gott, ist hier schon viel Gesocks drin. Dum, 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 dum. Ja, keine Ahnung. Irgendwie muss ich mir hier... Ich muss dringend, glaube ich, sortieren. Egal, komm, jetzt machen wir erstmal den hier. Flup, 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 flup. Sprich, alles, was jetzt nicht direkt gebraucht wird, hier mal rein. Halt, die brauchen wir. Indirekt zumindest. Biofuel, so. Dann machen wir mal die hier noch. Yay! Weg ist die Tasche und weg ist das Kram. Und weg schlafen wir noch mal eine schnelle Runde. So. Jetzt werde ich es nochmal, wie gesagt, schnell machen, runtergehen und den Rest holen. Das heißt, es wird ein kleines bisschen Überlänge geben. Nicht viel. Oh, aber ich weiß nicht, ob ich noch eine ganze Folge schaffe. Das wird bei mir zeitlich etwas eng. Und so schneiden wollte ich dann ja doch nicht. Da komm, fall du auch noch um. Yay! Level 20 sind wir inzwischen.
Wir können chanten. Chanten können wir und Creeper können wir.